Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Stellaris, willkommen zurück zum Schwarm. Es ist soweit, 2340, die Kriegslosezeit ist vorbei und wir werden die hier angreifen. Was haben wir denn? Defensivabkommen bloß mit den Centralized Committee, die können uns gar nichts. Die können sowas von überhaupt rein gar nichts. Haben wir hier irgendwas? Ich muss ein bisschen nachgucken. Weil wir werden jetzt anfangen. Drumtransporte sind in der Region hinten untergebracht, das ist schon mal gut. Die Hauptflotte wird sich hierhin begeben. Mal gucken, da dürfen sie nicht hinspringen, aber eventuell ein zweiter. Wir springen hier runter, wir müssen mal gucken, wie wir entlang springen auf jeden Fall. Aber es wird gar glorreiche Natur werden. Achso, Hauptflotte kann man sich noch abbessern? Nein, gibt nichts zu machen, okay. Forschung, Integrationshülle, ja gut. Da gibt es nicht viel zu machen. Da gibt es überhaupt nicht viel zu machen. 22k. Ich bin mehr als gespannt, was wir bei denen auslöschen können. Geplant ist, ihren gesamten Subsektor einzunehmen. Und wenn wir die auch noch gleich mitnehmen können. Oh, ich bete darum. Ich bete darum, hier die komplette Flotte ist am rumwarpen. Vielen Dank. So. So. Das ging schnell. Neue Forschung. Psy-Krieger, oh, das ist natürlich auch cool. Flottenkapazität. Ich glaube, dann mache ich lieber Flottenkapazität. Ist mir gerade ein bisschen lieber. Ich brauche mehr Flotte auf jeden Fall. Okay, jetzt da, ihr hier. Euch erkläre ich den Krieg aber sowas von. Beziehungsweise, welche war ich denn jetzt momentan? Hier, zack. Hegemonisches Imperium. Megakonzerne. Teambeut Konsortium. Krieg erklären. Teambeut Konsortium. Das waren noch die, oder? Im Besitz von Econolize, Konsortium von Econolize. Nein, wir müssen die hier brauche ich. Triturm. Yep, einmal ab. Na komm. Ich brauche alles von euch. Demütigen Grenzen öffnen. Was haben wir noch als? Das brauchen wir nicht. Nein, das brauchen wir auch nicht. Das auch nicht. Es ist dumm, dass alles immer aufgelistet wird. Da dauert es immer ewig in 3 Tage, bis man mal durch ist. Von dem weiß ich noch auf EQ. Der kommt auch noch mit. Wir werden die sowas von runterbomben. Kell. Die möchte ich auch nicht haben. Trenium, den möchten wir haben. Wir haben schon ganz schön viele. Die haben richtig viele Planeten sogar. Ich muss noch mal gucken, ob ich vielleicht irgendwie schaffe. Planeten befreien. Nein, ich möchte es wirklich abtreten. Planeten verlassen. Vasalierung, Tributnadelstellen, das möchte ich auch nicht machen. Aber man kann sogar... Ne, wenn dann abtreten. Wenn dann abtreten, was haben wir noch? Oh Gott. Star-Hegemonie. Ach, die sind dann auch mit in den Kampf. Gegner, verdammt noch eins. Okay, dann muss ich nur Centralized Community machen, verdammt nochmal. Okay, ich hätte gedacht... Ich könnte mich nur mit denen hier anlegen, aber die sind jetzt wieder mit denen verbündet. Das ist so ein Dreck. Das ist natürlich nicht so gut. Nochmal Krieg erklären. Dann habe ich nämlich nur gegen die. Okay, das ist was anderes. Das kann ich gerade noch so verstehen. Centralized Comanex. Die X, ja. Payton abtreten. Payton abbringen. X, ja. Nein. X, ja. Hier, bitteschön. Was haben wir noch alles? Wir haben ziemlich wenig bei denen. Bei denen abtreten. Ich habe bloß diesen einen Planet momentan bei denen zum Sehen. Das ist doof. Das ist mehr als doof. Da lohnt sich ja ein Krieg schon fast gar nicht. Oh, wenn ich da hinten noch rankäme irgendwie. Ein schwarzes Loch und da hinten komme ich einfach nicht hin. Kolonieschiffe, nein. Okay. Das ist natürlich doof. Das heißt, ich muss ein bisschen zwischen den beiden muss ich irgendwas machen. Ach, komm schon. Bin ich mir eigentlich gefreut auf Krieg. Garantiert die Unabhängigkeit von jetzt nicht mehr.
Dies könnte für eine Gelegenheit für uns darstellen. Ich würde mal sagen, ja, Moment, was ist, wenn ich jetzt Krieg anfange? Ja! 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 Das war's, das war's, das war's. Jetzt bin ich dabei. Ihr wart die Timor-Koalition. Hier wart ihr. Oh ja, oh ja, oh ja. Das gefällt mir wesentlich besser. Ah nee, nicht verlassen, Schwachsinn. Wenn, dann abtreten, da wird ein komplett neuer Subsektor draus. Timor. Ach, warum nicht den auch noch? Wir nehmen alle mit. Timor. Wir finden jetzt gegen beide einfach richtig Krieg. Okay. Eingreifer einladen. Sollen wir die auch noch einladen? Die Obsidian-Union. Warum nicht? Dann hätten wir jemanden. Ja, wird sich ihren Krieg nicht anschließen. Grund unfreundliche Haltung gegenüber dem Schwarm. Oh, schade. Na gut. Na gut, dann halt nicht. Fertig. Die zusammengestellten Kriegskosten der ausgewählten Forderungen sind zu hoch. Wie zu hoch? Es kann niemals zu hoch sein. Okay, dann wie wäre es mit dem Plan dahin? Den brauche ich ja nicht auf Anhieb. Das wäre Lyrium. Oder das System Lyrium. Also wenn ich das hier mache, zack, hier. Das kostet immer noch zu hoch. Ach Mann. Den lässt mich eigentlich schon haben. Ist wir eigentlich schon so? Okay, was ist denn mit ihm hier? X da auf Käse da. Immer noch zu hoch. Ist mich eigentlich verkackt. Vor allem, was ist mit EQ? Was, wenn ich ihn weg tue? Dann geht's. Okay, es muss unter 100 bleiben, so wie es ausschaut. Okay. Was ist, wenn ich sage, nicht verlassen EQ sind 24? Und abtreten. Das ist ja bis 19. Das reicht schon aus. Na gut, okay. So, 3, 4. Dann haben wir zumindest die obersten Planeten, würde ich mal sagen. Die dürfen sie alle abtreten, bestätigen. Wir sind jetzt im Krieg. Gegen beide sogar. Hahaha. Okay. Hauptangriffssonne. Springt in das System rein. Befreiungsflotte springt hier hinterher. Erster Flottenverband nach da hinten umschwenken. Nun wird gebaut und Krieg geführt. Haben wir hier sogar schon nächsten. Schlachtschiff ist bereits im Bau. Okay. Was haben wir denn noch übrig? Haben wir nicht noch irgendwo eine Raumfahrtakademie oder sowas gehabt? Ne, wir haben gerade nichts mehr da. Schade. Müssen wir ein bisschen warten. Kriegserklärung. Ja, Kriegserklärung ist schön und gut und fein. Immer mehr Krieg soll es doch sein. Die sind wahrscheinlich unzufrieden wegen dem Krieg, aber es macht mir gar nichts aus. Denn nun wird gemeuchelt und gemordet. Hahaha. Construction complete. So, Leute. Erste Hauptflotte. Wir werden jetzt hier eine Woge der Zerstörung hinterlassen. Und danach das Sprungtor da hinten zerstören. Und danach gibt es zwei Flotten. Die eine geht nach da hinten hin. Und die andere wälzt sich hier einmal komplett durch. Mit komplett meine ich auch komplett durch. Konstruktionsschiff braucht eigentlich gerade nichts bauen. Die ersten Förderverbände sind unterwegs. Das andere Imperium ist auch soweit unterwegs. Passt alles. Bauvorhaben abgeschlossen. Ich weiß gar nicht, was du hier gebaut hast. Aber ich bin mir sicher, es war zum Wohle aller. Ah, da fehlen sogar noch zwei Roboter. Okay. Jetzt bin ich doch mal gespannt. Wir greifen hier mitten im Hauptsystem an. Oh. Wenn die Flotte in der Nähe? Jep, die darf lieben gerne in der Nähe sein. Wenn sie möchte, darf sie so... Oh, die haben sowas von keine Überlebenschance. Die haben einfach viel zu viel hier. Da können sie nichts abmachen. Admiral erlangt Eigenschaft. Nachdem er Hauptflotte zum Sieg im Kongat-System geführt hat, ist Admiral Saburoyoshi dazu nehmen. Selbstbewusst gewachsen. Nun weigert er sich, bei zukünftigen Gefechten einen Rückzug überhaupt in Betracht zu ziehen. Finde ich gut. Finde ich sehr gut. Finde ich sogar sehr, sehr gut. Ach, Hallöchen. Haben wir eure Flotte gefunden? Hauptflotte, ab nach da unten. Also, ging das gerade gegen die Hauptstation hier.
Komm, ab nach da unten, ab nach da unten. So schnell wie möglich nach da hinten. Da ist die Flotte, wenn wir die abfangen können, das wäre so genial. Sie darf nicht aufschießen. Sie darf definitiv nicht aufschießen. Nö, nö. Ah, verdammt, wir sind zu langsam. Wir sind zu langsam. Ships upgraded? Ich habe was abgegradet? Wer bist du denn? Ach, unser Forschungsmann ist hier. Ah, okay. Ja, das ist klar, dass der hier geupgradet wurde. Das kann ich gut nachvollziehen. So, Hauptflotte, ich bitte darum. Schießt sie ins Nirvana. Schauen wir doch mal. Okay, wir haben einiges einzustecken. Aber wir haben mehr. Wir haben definitiv mehr. 2,8K. Wir haben die stärkeren Waffen. Oh ja, oh ja. Haben wir sie alle zerstört? Wow, bei uns sind aber gerade einige draufgegangen. Moment, Moment. Moment mal. Der Admiral hat eine neue Stufe erreicht. Okay, das ist schon mal gut. Ach, der hat gleich drei Stufen erreicht. Wow. Admiral, du bist super. Wir haben nur zwei Kreuze verloren. Das geht. Schlacht hätten wir jetzt ein bisschen mehr wehgetan, aber zwei Kreuze, das ist in Ordnung. Das hätte auch wesentlich böse ausgehen können. So, das heißt, Angriffstrupp hier runterschicken. Die zweite Hauptflotte hinterher schicken. Ich schätze auf Kretos Prime. Raumhafen, Schlachter für 1400. Das dauert noch ein bisschen. So schnell sind wir dann wieder doch nicht unterwegs. So, Hauptflotte bitte hier. Orbitales Bombardement durchführen. Den hier Hauptstadt, die werden wir aber sowas von einnehmen. Da könnt ihr aber einen drauf lassen, könnt ihr da. Forschungsschiff, Forschungsprojekte hier mitnehmen. Konstruktion auf Kretos Prime abgeschlossen, das ist schon mal gut. Das ist schon mal sehr gut, das heißt nämlich die zweite Flotte kann sie hier mitsammeln. Plus wir bauen, ja wir brauchen Kreuzer, komm, scheiß drauf. Ja, Hauptsache wir bauen immer irgendwelche Schiffe gerade momentan. Dann bin ich schon mehr als zufrieden mit der Welt. So, was bist du? Du bist die erste Flotte, du kommst auch hier runter. Und wir haben bestimmt noch ein Transportflotte, zack, hier in Orbit einfliegen. Die werden nicht lange durchhalten. Die werden überhaupt nicht lange durchhalten. Das waren die zwei Kreuzer. Die haben nichts kaputt gemacht. Und auf Kroga, Hubelem, das wollte ich natürlich nicht machen, haben wir gar glorreich gewonnen. So. Das heißt, unsere Hauptflotte spielt sich jetzt mal auf. Beziehungsweise, ah ja, Hochhain wäre gar nicht mal so schlecht. Unterhalten sie sich auch so hoch? Ja, so bedingt können sie sich hochheilen. Okay. Das heißt, ihr werdet euch jetzt aufsplitten, Flotte halbieren, dankeschön. Und wir brauchen hier auf jeden Fall auch was. Und hier hinten brauchen wir auch was. Okay, das heißt, wir haben unsere Hauptflotte und wir haben unsere dritte Flotte. Die dritte Flotte geht mal in dieses System rein und wird da mal reinschnuppern. Und für uns schauen, was wir so alles finden können. Ihr seid auch hier und ihr seid auch hier. Forschungsschiffe sind noch nicht da. Kraftwerke verbessern? Ja! Quantenfelder, wunderbares Zeugsel. Okay, was haben wir noch? Bergbaulaser, Plasmawerfer, Hyperraumsensor, Reichweite. Auch nicht schlecht. Gefechtsrollen haben wir auch. Speicherkapazität. Antimaterie-Aktor? Aber ich glaube, ich mache mal Bergbaulaser. Wenn wir da schon so viel Zeug haben und in der Pipeline haben, dann sollen wir das auch gebührend noch mitverbrauchen. So, ihr springt mal weg. Kann man nämlich sagen, die erste Flotte hier hin, zweite Flotte auch hier hin. Dass die nämlich hier dauerhaft im Orbit bleiben einfach. Wie kaum gesprungen schon, hallöchen aber auch. Ihr habt kaum gesprungen schon angegriffen. Hyperantriebe funktionieren nicht, aber der Rest funktioniert. Transportflotte, das hätte natürlich nicht mal so. Ja, vergiss es. Die haben keine Überlebenschance. Die schießen mit Patrouillen und sonst irgendwas, aber die kommen nicht nah genug ran an uns. Vergiss es.
Chaos Prime, Bau abgeschlossen. Dann müssten wir, naja, nicht mehr Schlachtschiffe eigentlich bauen. Wesentlich mehr Schlachtschiffe. Anführer ist nach oben gestiegen. Ja, es ist ein Kampf ums Überleben, den sie aber überhaupt nicht gewinnen können. Es ist schicker unmöglich. So, haben wir hier hinfliegen. Und ich würde sagen, wir bauen vielleicht nochmal ein Kreuz oder sowas hin. Das wäre gar nicht mal so schlecht. Wie schaut es denn hier momentan aus? Die Armee ist gelandet. Okay, das ist schon mal gut. Das ist sogar sehr gut. Und wir haben einen einzigen Zerstörer nur verloren. Ist sogar noch besser. Dann sagen wir bitte, Hauptflotte ist noch hier. Die Hauptflotte bewegt sich bitte in dieses System. Wir werden einzigen nach dem anderen machen. Wir werden gar nicht mehr wissen, wo wir zuerst ziehen sollen. Vierte Flotte fliegt direkt hier rüber. Dritte Flotte ist hier noch untergebracht. Und wir benötigen hier Raumhafen. Orbital, eigentlich ist es egal, wo wir die bauen, würde ich mal behaupten. Können sie auch direkt vorne an der Front eigentlich bauen. Debris Analyzed ist nicht schlecht. Die Armee haben wir auch besiegt, ist auch nicht schlecht. So, ihr teilt euch gerade auf. Das heißt, wir haben hier eine Transportflotte, die können wir auch aufsplitten. Lass mal sagen, ihr 12 hier geht direkt mal. Ups, das wollte ich jetzt eigentlich nicht machen. Die 24. in den Orbit hier einfliegen, während ihr hier den Orbit aus bombardiert, weil, huiuiui, da sind viele. Da wird es einiges zu tun geben. So, Kolonieschiff, Konstruktionsschiffe sind auch soweit da, das ist auch soweit da. Okay, die Hauptflotte wird sich nach da unten begeben. Unterdrückt wird alles. Das ist auch nicht schlecht. Was haben wir hier? 1000, ja, das ist ja gar nichts. Angriffsbefehl auf diesem Planeten. Die sind gleich weg vom Fenster. Ja, das können wir. Das werden wir auf jeden Fall gewinnen. Die haben überhaupt keine Überlebenschance bei uns. Die anderen Transportertruppe wird noch nach hinten verschickt. Er wird noch so gelassen, wo er ist. So. Wie schaut es denn hier aus? Du hier bleibst hier im Orbit rum. Warum eigentlich nicht? Du hier schließt dich mit der Einheit kurz. Das ist auch schon mal gut. Geforscht wird, hier wird geschossen. Die Truppen sind noch nicht ganz da, aber sie können direkt eigentlich anfangen mit einer orbitalen Landung. An sich würden sie ja durch nichts aufgehalten. Research Bergbau Laser, Dankeschön. Mich lieben gerne an. Partikellanzen, oh, jetzt wird's mal besser. Aber davor erstmal, jetzt muss ich überlegen, Plasmawerfer. Geht recht schnell, möchte ich behaupten. Jetzt schauen wir mal. Okay, jetzt muss ich aber mal gucken. Wo greifen wir an? Wir greifen hier an. Mindestens eine andere ist beteiligt an einer Invasion. Was? Moment, hä? Wie? Ja, es sind nur wir hier gerade beteiligt an der Invasion. Da hat er auch keine Chance, das heißt, ich bin jetzt mal gespannt, ob das ausreichen wird. Also die richten schon ordentlich Schaden an. Mit ordentlich meine ich auch ordentlich Schaden. Also mein, das ist fertig soweit. Flottenkampf. Haben wir den schon gewonnen, den Flottenkampf? Nein, noch nicht eigentlich. Eigentlich noch gar nicht. Du hier. Angriff auf dem Planeten, dankeschön. In dem Fall ist es noch nicht vorbei und ich glaube, wir werden hier einiges an Truppen verliehen. Würde ich doch mal ganz stark behaupten. Okay, weißt du was? Dann machen wir mal zurückziehen. Das macht nichts. Denn mit dir gehen wir jetzt nämlich darüber. Moment, jetzt müssen wir mal gucken. Du warst im Eskant-System. Eskant geht hier rüber. Zack, in Orbit einfliegen. Und du wiederum machst weiter Armee landen.
und tauscht euch so lange mal aus. Invasion gescheitert, ja, aber nicht für lange. Nicht für lange. Konstruktionsschiffe sind auch alle da, aber... Meine Güte, ja, ja, ich hab's ja verstanden. Wir greifen feindliche Schiffe an, ist ja schon gut. Nur keine Panik, nur keine Panik. Schlachtschiff. Ein bisschen was fehlt noch, auch schade. Ein klitzekleines bisschen noch, dann können wir nächstes Mal... Ja, ich weiß, ich weiß. Der kommt gar nicht hinterher mit so vielen Angriffen. Endlich mal wieder, Dankeschön. So, jetzt da. Wir haben aber leider ein paar Schiffe verloren aus der Hauptflotte. Nicht schön, aber na gut. Es sind Opfer, mit denen muss man leben. Aber wir sind schon mal bei 48%. Wir haben also ordentlich was gut geschrieben bisher. Jetzt sag mir bitte, jeps, sie haben sich noch nicht davon erholt. Auf nach unten. Alle Angriffstruppen nach unten. Wir machen jetzt mal eins fertig. Okay, gut, jetzt muss ich mal gucken. Was ist, wenn ich dann hier sage? Bam, bam. Also bestimmt noch die zweite. Hier, so. Ich möchte nämlich dann wirklich... Ach, die haben... Moment, Moment, die haben mich zurückgeschlagen. Die Hundlinge haben mich zurückgeschlagen. Okay, das kann ich natürlich... Hat niemand, ich bin... Kasai-System? Nee. Habe ich gerade was verpasst? Nee, die haben mich anscheinend wirklich zurückgeschlagen. Armee landen, okay. Ihr beiden verschmitzt zu einem der selben Flöte zusammen. Und macht hier unten weiter. Dann ist die vielleicht fehlgeschlagen. Okay. Moment, das haben wir gleich, das haben wir gleich. So, jetzt, da sind wir doch zu Hause. Das ist unsere potenzielle Armee, haben wir hier auch noch draußen. Fertig, passt, läuft. Wie Kolonie established? Was, wie haben wir eine Kolonie gemacht? Okay, jetzt muss ich mal gucken. Das hier haben wir gemacht. Okay. Was hatten wir fehl? Wir haben Turm, Kolonie aufgebaut. Ach, wir haben jetzt eine Kolonie aufgebaut. Ah, ha, 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 ha. Okay. Wie immer hier aufbauen. Das ist mir jetzt gerade aber neu. Ich wollte eigentlich doch nur kolonisieren. Ach, hat es. Ah, ha, 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 ha. Okay, gut, das hat unser Subsektor gemacht. Jetzt da. Okay, das spricht ja so mal nichts dagegen. Überhaupt nicht sogar. Wobei, eigentlich schon, weil die Kretos können ja eigentlich gar nicht überleben. Was soll denn das? Das muss ich nur noch mehr unterdrücken. Jungs, Jungs, ihr seid doch wahnsinnig. Ihr seid komplett wahnsinnig. So, Erforschung. Invasion ist hier auch vorbei, so wie es ausschaut. Alle sind versklavt und ich bin glücklich mit der Welt. Das ist doch schön. Das ist doch mehr als schön. Das heißt, wir brauchen noch mehr Invasionsschiffe, so wie es ausschaut. Du baust gerade Raumhäfen, aber wir haben doch krass noch keine Angriffstruppen. Xenos-Armee. Machen wir lieber normale Angriffstruppen noch. Angriffsarmee, so ein paar Stück auf jeden Fall. Es hat doch ein bisschen gelitten. Wir haben doch ein kleines bisschen leiden müssen. Da gibt es irgendein Upgrade oder sowas, was wir momentan machen können. Bergbaunetzwerk. Lieben gerne. Neben dem Krieg noch für unsere Leutchen sorgen. Wunderbare Sache. Das haben wir auch gemacht. So, das heißt, hier müssen wir noch eine Angriffsarmee hinschicken. Hier haben wir auch eine. Wie viele haben wir hier zurzeit? Nicht viele. 2000 wäre das gerade mal. 1,3. Ist die Flotte hier schon eingetroffen? 270 nur. 270 nur. Du reparierst gerade. Das ist die erste Flotte, ist hier untergebracht.
So, 70 ist hier untergebracht. Und die nächste Flotte sollte hier rauskommen und dann die andere hier unten wiederum unterstützen. Okay. Das heißt, unsere dritte Flotte, die haben wir. Die kann sich auf den Weg machen und hier den nächsten Kontrollpunkt einnehmen. Beziehungsweise, wie geht's euch denn? Ja, ihr könnt vielleicht nochmal kurz ein kleines bisschen ausruhen vielleicht. So ein bisschen Selbstheilung ist ja niemals schlecht. Die Hauptflotte ist hier hinten, kann sich momentan nicht hochheilen. Aber die Hauptflotte kann zumindest mal hier den Sektor noch von zwei räumen. Jede Menge Forschungspunkte. Und Groga wurde fertig. Bloß die Angriffsleute. Das macht aber nichts. Da können wir nämlich noch mehr Wörter von bauen. Okay, ihr greift die hier unten an. Also momentan läuft der Krieg richtig gut. Mit richtig gut meine ich richtig gut. Dankeschön. Situation Log brauchen wir auf keinen Fall. Also so, du hier. 36,8,9. Das bringt schon mal etwas. Du kommst hier in die vierte Flotte. Und zwar mit in den Sektor hier rein. Beziehungsweise du warst es hier. So, dankeschön, fertig. Dann können wir nämlich euch hier... Ja, wir haben ein paar Schiffe, die sind einfach etwas zu stark angeschlagen. Die würde ich jetzt ungern in den Krieg schicken, sagen wir es mal so. Das ist noch ein bisschen vor... ein bisschen aufreibend ist gut. So, musst du mal kurz einen kleinen Schluck trinken. Schau mal, Forschungsergebnisse, Plasmawerfer, neue Forschung beginnen, dankeschön. Guard-Punkt-Verteidigung. Brauchen wir noch nicht. UV-Laser 400, 2000. Hyperraum-Scanner. Das machen wir alle alles Kleinkrug-Zeugs, was meine ich schon wahrscheinlich vor. Ich weiß der Geier, wann hätte machen sollen. Mana Prime wurde fertiggestellt und zwar Energie, okay. Das heißt, an sich können wir die Kraftwerke aufmotzen. Verbessern. 150, es kauft auch Materialien, braucht es. Und das brauchen wir gerade am dringendsten eigentlich. Da kann ich gerade leider nichts hergeben. Kann ich mein Kreuz hier momentan bauen? Das ist echt etwas, naja. Könnte besser sein. Es ist die Frage, haltet ihr euch so hoch? Ich habe eigentlich meinen Kreuz eine regenerative Panzerung, glaube ich, gegeben. Wenn ich mich nicht... belubte, also schon. Egal, flieg los, flieg los. Ist halt stark genug. Das passt soweit schon. Bauen wir lieber nochmal dann ein kleines Mutterschifflein. Schlachtschifflein, Entschuldigung. So, besser. Brauchen wir nicht, das brauchen wir auch nicht. So. Komm, mach ein bisschen schneller, mach ein bisschen schneller. Flottenverband. Das garantiert jetzt die Unabhängigkeit. Ach, jetzt tun sie die Unabhängigkeit davon garantieren. Ja, ich würde mal sagen, dann kommt ein bisschen spät. Aber ich sag nicht mehr dazu. Sozialwissenschaftler. Und der Soziomann ist gestorben. Oh, verdammt. Okay. Dann würde ich mal sagen, Kretus unter 1294. Ihr seid nicht gerade die Jüngsten, aber okay. Forschungsgeschwindigkeit plus 5, Forschungsgeschwindigkeit plus 5. Anomalie plus 15. Ich nehme, glaube ich, dich hier. Zack, rekrutieren. Achso, wir haben... Achso, ich muss 9 holen. Schwachsinn. Ich wollte gerade sagen, wieso kann ich nicht nehmen? Möglichkeit, neue Welt, 10%, nein. Anomalie, nein. Robust Lebensdauer bis 25 Jahre, das ist auch nicht schlecht. Ich glaube... Dich nehmen wir und dann tun wir dich auch auswählen. Wissenschaftler Quan Wan mit 116 gestorben. Ich glaube, dann dürfte der Rest auch demnächst drauf gehen. Da habe ich ja an sich so eine etwas ältere Generation bei mir am Laufen. So, wie viel haben wir denn hier gerade? Armeen.
So, machen wir noch ein paar mehr. Je mehr Minen, umso besser. Müsste es das hier sein? Yep, natürlich. Greifen das Tor zusammen an und danach wird weitergesprungen. Jedes kleine Prozent nehme ich mit in diesem Krieg. Dritte Flotte, du darfst. Und wir müssen eigentlich direkt hier rein warpen und direkt alles hier abradieren können. Oh, genial. Einfach nur genial. Schau mal, Schlachtschiffklasse 144, schaffen wir das so schnell? Nicht ganz. Mal lieber nochmal einen Kreuzer hin. So, dann, da haben wir noch ein bisschen zerstört, aber das war, glaube ich, frischer. Forschungsprojekte abschließen, dankeschön. Schauen wir nochmal. Der erste Angriffstrupp und erstmal die Bergbaustation. Die haben überhaupt keine Überlebenschance. Dankeschön und reinfliegen. Ihr dürft liebend gerne hier fliegen, wenn ihr wollt, aber Gudan, ich würde mal behaupten, das wird euch einfach nichts bringen. Da könnt ihr noch so viel in der Gegend rumspringen. Haben die vielleicht sogar ein paar Planeten? Achso, ich habe noch gar nichts hier erkundet. Ich habe momentan keine Ahnung, wie gut sie ausschaut oder wie schlecht sie ausschaut. Yep, es wird immer mehr, aber wir werden es schaffen. Oh, Kretos Binheim. Dem Kreuzer geht's nicht mehr so gut. Yep, den Kreuzer hat's gerade zerschmettert. In dem zweiten wird es auch nicht mehr so gut gehen, wenn die Raketen nicht bald einschlagen. Ein Kreuzer, ein Schlachtschiff verloren. Ah, nicht so gut. Wir haben regenerative Hülle. Ah, und er verteilt sein Feuer auf alle möglichen. Raumhafen abgeschlossen. Den zweiten kann ich gerade nicht bauen. Schade war's. Jetzt muss ich mal kurz rausspringen. Ach, die haben das hier oben zerstört. Scheibenkleister. Okay, gut, das ist natürlich nicht so schön. Das ist überhaupt nicht schön. Was habe ich denn momentan? Moment. Was habe ich hier in Orbit rumfliegen? So gut wie gar nichts. Nee, ist nicht gut. Das ist überhaupt nicht gut. Okay. So, hattest du jetzt die Hauptflotte gewesen? Nein, du warst die dritte Flotte. Ihr werdet euch jetzt... Was ist denn immer noch im Kampf geschehen? Ja, natürlich ist er immer noch im Kampf geschehen. Dankeschön. Flotte aufspalten. Die Flotte mit 4000 bleibt hier. Die Flotte mit 5000 kommt hier zurück. Weil das kann so natürlich nicht angehen. Dass man mir hier meinen Sieg irgendwie streitig machen möchte. Nicht mit mir. Mit vielen ja, aber nicht mit mir. So, jetzt gucken wir mal, was passiert, wenn ich jetzt... Oh, Hallöchen. Hallöchen, fangen ab. Neuer Kontakt, wir sind von einem zuvor unbekannten Weltraumreich kontaktiert worden. Sie nennt sich die Ganlav Empire. Sie behaupten durch das Belauschen der Kommunikation eines anderen Reichs, mit dem wir in Kontakt stehen, von unserer Existenz erfahren zu haben. Pilze. Bringt uns Autorität, sonst setzt es was. Genauso wie immer. Lass mich nur raten. Das müssten jetzt die gewesen sein wahrscheinlich. Auch nicht schlecht. Da hinten kommt keiner zu uns. Okay. Kriegserklärung. Unan gegen die Ganva Empire. Ah nee, da hinten sind sie untergebracht. Muss schon gestehen, nicht schlecht. Aber wir sind besser. 4400. Haben wir noch irgendwas? Hier haben wir noch was. So, Hallöchen aber auch. Ja, jetzt fliehen sie auf einmal wieder. Nicht mit mir, Jungs. Und wo fliegt ihr überhaupt hin? Ich meine, der ganze Raum gehört mir. 1300, oh, sie könnten die hier angreifen gehen. Das wäre sogar... Das wäre gar nicht mal das Schlimmste, was sie machen. Das Undümmste, sagen wir es mal so. Feuerrate für Energiewaffe plus 5%, das ist nicht schlecht. Die Kunstgeschwindigkeit nach oben gebracht, 5600, das tut auch nicht lange dauern. Aber machen wir lieber mal UV-Laser. Weiß nicht, was es uns bringt, aber ein UV-Laser. So, meine Freunde.
Hostile fleet engaged. Situation log updated. Das ist nicht gut. Zack, wieder hin. Die Armee ist noch auf dem Planeten zumindest. Das ist ja schon mal etwas. Nicht alles, aber zumindest etwas. Also ich weiß nicht, was ihr wollt, aber ganz ehrlich, ich werde schauen, dass ihr nicht auf den Planeten kommt. Ich glaube, ich spinne. Weil ich versuche, hier durchzubrechen. Aber nicht mit mir. So, Überraumtor angreifen. Ich habe nämlich keine Lust, dass die hier irgendwie durchkommen. So, ihr bleibt aber schön hier im Orbit drin. Alles andere wäre purer Wahnsinn. Forschungsschiff zerstört. Ja, da haben wir so ein paar kleine Wracks hier überall rumliegen. Okay, sollen wir die noch weiter ausspielen? Nochmal auf 2000 runtergehen. Huiuiuiui. Ich möchte sie eher weniger machen. Können wir da vielleicht nochmal ein richtiges... Ja, ein richtiges Schlachtschiff bauen. Na, natürlich nicht. Müssen wir noch ein bisschen aufpassen. Wir tun auf ein bisschen. Da gibt's auch eine Welt von denen. Ich möchte mal wissen, wie viele haben wir denn momentan? Alle entsenden, okay. Dass wir nochmal einen weiteren Druck haben. Transportflotte von hier rüber. Da, mit diesem Planeten einnehmen. Armee landen wir. Mittlerweile dürften die wahrscheinlich... Yep, die sind in Savannah gebombt. Da lebt und existiert nichts mehr da drin. So, das heißt, wir haben jetzt noch ein paar kleinere Spieler von. Die Hauptflotte ist noch... gerade sagen, Hallöchen aber auch. So, das heißt, wir haben noch unsere Hauptflotte, die können wir nochmal aufspitten. Würde halbieren, Dankeschön. Und die Hauptflotte mit unserem Admiral wird jetzt hierhin fliegen. Das Solar System. Oh, sag bloß, hier finden wir die Erde, das wäre interessant. Das müssen wir doch schicker dann mal unter die Lupe nehmen, sagen wir mal so. So, ihr bleibt hier. Du bist hier, du bist hier und du bist hier. Heißt, wir sind gerade in jeder Front gerade dran, wo man nur dran sein kann. Kugar möchte bitte ein weiteres Schlachtschiff bauen und nebenbei unsere Energieproduktion erhöhen. Okay, ihr seid auch unterwegs. Dann machen wir noch ein paar Angriffstrupps. Warum denn nicht? Gregus hat Truppen rekrutiert. Wunderschön. Yep, danke. 5k. Das wird der nächste Sieg werden. Ich weiß zwar nicht, ja, hier sind aber leider keine anderen Flotten mehr. Das wäre jetzt nämlich noch zu schön gewesen, wenn das noch funktioniert hätte. 5000 haben wir hier noch. 5-1 und 5-2. Die erholt sich gerade, die Flotte. Was ist, wenn ich sage, ich spiele die hier auf? Ich starte mir den Teil mal. Dass die 2-1 hier zurückbleibt. Und mit dir hier soll ich mir den Sektor an, beziehungsweise aufspitten. 2-1er bleiben hier. Dann sollen wir mal nachgucken, die 2-3er springen hier rüber. Heißt, wir können nämlich noch einen weiteren Sektor angreifen gehen, hehehehe. So, jetzt schauen wir nochmal, ist hier irgendetwas? Nein, eigentlich nicht. Nicht wirklich. Wo? Ach, hier unten. Ah, sie probieren es immer noch. Warum? Sie probieren es echt. So. So. Ja, du nach dort. Und ihr zwei schießt euch dann gleich zusammen. Ja, sie versuchen es. Sie versuchen einfach diesen Mann zurückzuholen, aber sie werden es nicht schaffen. Neue Forschung abgeschlossen, Dankeschön. Festung, jetzt möchte ich aber auch mal welche haben. Jetzt habe ich Lust auf Festungsbau. Wenn der Krieg nämlich vorbei ist, dann wird es nämlich interessant werden. Und wir haben jetzt schon gewonnen. Wir geschieren uns in die Lage ein, aber für das Kretos-Torium, wo handelt es sich dabei wohl um kaum mehr als einen temporären Rückschlag? Ernsthaft? Ein temporärer Rückschlag. Wir haben dich schon fast ins Nirvana gebombt. Wir haben dich uns einverleibt in einem riesigen Maßstab, der seinesgleichen sucht.
Lass mich ran, ich darf jetzt wahrscheinlich wieder keinen Krieg für den nächsten sagen. Erstmal beleidigen, weil es ist nichts wert. Und Kriegerklärung 54. 10 Jahre müssen wir jetzt warten. Ach Gott, okay. Jetzt mit euch aus. Kann man da irgendwas machen? Hier erklären? Auch nicht. So, hier kommen wir nicht durch. Hier, die kommen wir nicht durch. Heißt, ihr seid jetzt momentan hier unantastbar für uns. Und hier kommen wir nicht rein. Hier kommen wir auch nicht rein. Aber die sind einfach... Versteht ihr? Das ist halt ein Riesenklotz hier drüben. Also das wird noch eine Megaschlacht geben, wenn wir mit dem hier fertig sind. Zu viel Koniesysteme, ich weiß. Arbeitslosigkeit, ich weiß. Inaktive Gebäude, ich weiß. Sieg, 4 Planeten abgetreten. Wunderbar. Und Flottenkapazität. Das heißt, wir können eigentlich wieder auf unseren Hauptstützpunkt zurückgehen. Jede Flotte trifft sich bitte hier. Zum Report. Wir müssen uns alle wieder sammeln. Das ist nämlich jetzt erstmal das Wichtigste überhaupt. Dass wir all unsere Möglichkeiten jetzt ausnutzen. So, wir haben hier eine Handvoll neue Systeme. Wir haben auch ziemlich so gut wie gar nichts erforscht momentan. Das heißt, es dauert ein bisschen, bis wir da durchgegangen sind. Okay, wie schaut es denn hier zum Beispiel aus? So, wir haben hier eine Handvoll neuer Planeten dazu bekommen. Die müssen wir in einen zweiten Subsektor oder sowas verwandeln. Timori, was bist denn du für ein Planet? Kriegt es nur 30% bewohnbar. Das ist natürlich nicht so gut. Mäßig gesagt, das ist sogar richtig doof. Möchte ich dieses System überhaupt haben? Wo ist es denn überhaupt? Timoris. Das ist da hier. Sie haben Energie und alles drunter, also es wäre gar nicht mal so schlecht, aber ich würde es am liebsten terraformen. Okay, Ulag Point. Wie schaut es hier aus? Bewohnbarkeit plus 90%. Wenn das Ding 90% ist, dann tut mir leid, aber wir werden euch alle tilgen von diesem Planeten. So schnell und effizient, wie wir nur können. Das ist nämlich, du kommst darüber. Und wir bauen hier schon mal... Ich fange schon mal an mit Roboter bauen. Warum eigentlich nicht? Sklaven umsiedeln? Nein, wir wollen säubern. Dann einen weiteren Planeten, Kontinentalplanet, 30% für Kretos. Verteidigungsarmee. Den Rest wieder entsenden. Ach genau, wir haben ja... entsenden. Wir haben hier die Möglichkeit, noch was aufzubauen. So, und was bist du für ein Planet? Ein tropischer. Kretos 35%. Das reicht uns leider auch nicht so ganz aus. Ich weiß nicht mehr, warum ihr hier einen Roboter hingestellt habt. Der Roboter bringt doch eigentlich gar nichts. Ja, also so wirklich gar nichts. Ah, okay. Dann muss ich wahrscheinlich ziemlich viel unterdrücken, wenn es der Tag lang ist. Yep, noch. Mit Betonung auf noch. Wird sich alles ändern auf Dauer? Momentan müssen wir leider damit zurechtkommen. So, das gleiche ist hier. Alle Truppen in den Orbit einfliegen. Orbit einfliegen und der Rest ist ja schon da. Wir haben das Sol-System. Ach stimmt, wir haben das Sol-System. Oh, wie geil. Yep, ich würde sagen, irgendwo muss doch hier die Erde sein. Mal sagen, das soll die Erde sein. Giftige Welt. Okay, doch nicht. Tote Welt. Bewohnbarkeit 10%. Das ist nicht gerade freundlich. Okay, hier gibt's Kakerlaken, so wie es ausschaut. Auch nicht schlecht. Moment, was ist das andere gewesen? Stadtruinen. Hier war mal die Erde. Geil. Einfach nur geil. Das gefällt mir jetzt schon. So, was haben wir noch? Kriegos ist abgebaut. Wir haben euch viel zu lange gestartet. Ich bin ja nicht mehr hergekommen. Wie komme ich da bitte nach hinten? Jungs. Sind doch alle wahnsinnig hier hinten. Okay, Flottenschema hier in den Kern. Defensiveinladung gemacht, okay. Nicht Angriffspakt gemacht.
Ja, sie verhandeln schon wieder. Sie handeln und handeln und handeln. Wenn ich dir bedenke, ich baue glaube ich ein zweites Forschungsschiff. Einfach nur, dass ihr ein bisschen was habt zum Tun. Mehr Energie, mehr Energie. Raumhafen, Forschungsschiff bauen. Und vielleicht auf Wanner noch ein bisschen mehr Energie. Warum nicht? Sage ich doch definitiv nicht nein dazu. Aber nochmal Wanner. Wanner hat Nahrungsmittelprobleme, das ist aber nicht so schön. Das sollte eigentlich nicht sein. Warum denn? Minus 1. Müssten ihn wahrscheinlich umsiedeln gegen einen Roboter austauschen oder sowas. Irgendwie so etwas. Zack, zack und zack. Und normalisiert. Wunderbar. Die ganzen Pflanzen sind noch unterwegs. Das Forschungsschiff braucht noch. Wir sind aber auch gut dabei. Wir sind gut dabei. Wir haben unser Imperium um 20% vergrößert. Pi mal Daumen ungefähr. Je mehr gebaut wird, umso besser. Ich brauche bloß... Ah, Forschungsschiff, dankeschön. Anführer wählen, Wissenschaftler rekrutieren. Ich brauche einfach Anomalien. Minus 20%. Rekrutieren. Wissenschaftler Bernadette Gerard. Sie sind mit dabei. Wir dürfen direkt hier Forschungsprojekte abschließen. Warum denn nicht? Fangen wir kleiner. Erstmal Forschungsprojekt und danach kommt der Rest. Diplomatische Beleidigung. Der Schwarm ist eine Nation von Nahen und nichts mehr als unsere Verachtung würdig. Ihr habt einfach nichts zu sagen. Ihr habt einfach keine Chance. Jetzt muss ich mal gucken, wie die Hegemonie gerade zugegangen ist. Dankeschön. Wo haben wir es denn? Das hier. Und dann hatten wir ihr hier. Die sind uns ebenwürdig. Okay. Noch haben wir das Problem, dass sie einfach neben uns die stärkste Macht sind. Also wenn wir gegenseitig Krieg führen, ich glaube, das wird richtig böse werden. Hauptflotte wurde vollständig repariert. Das ist natürlich schön. Das ist mehr als schön. So, Hauptflotte. Hier, hier, hier. Verbinden, dankeschön. Solle. Hier, alle verbinden. So gut es nur irgendwie geht. Ich doch mal sagen, oder doch nicht, okay. Verbinden. Zweite Flotte, selbst kein Kreuzer, alles muss her. Hier muss alles her. Banner Prime wurde abgeschlossen, das dürfte wahrscheinlich jetzt, sagt es mir, Krokasfeld. Da müssen wir auch auf jeden Fall wieder weiten. Schlachter, okay, doch nicht. Das müsste in der Theorie genau die Energiefelder gewesen sein. So müssen wir nach und nach auf jedem Planeten ein bisschen was bauen. Weil je mehr Energie wir haben, umso glücklicher bin ich auch damit. So, Hauptarmee immer größer, immer weiter wachsen lassen. Alle mal herkommen. Machen einen großen Brocken draus. So, in Orbit einfliegen. Jetzt gucken wir mal. Sind denn unsere Forschungsschiffe, die sind soweit fertig hier? Okay, das heißt, du kannst damit anfangen. Wohnbarkeit 0%. Ach, der hat schon alles gemacht. Okay, das ist natürlich was anderes. Das ist natürlich etwas anderes. Wenn du schon mal hier fertig bist, dann... Ach, den haben wir gar nicht bekommen. Ja, warum bin ich überhaupt hier? System erkunden. Dankeschön. Beziehungsweise... Forschungsprojekte abstimmen. Dann können wir eher das noch holen. Wir haben hier nichts mehr übrig gelassen. Wir haben alles mitnehmen, was wir mitnehmen konnten. Also entsenden. Also die achte planetare Einheit ist schon mal gut. Haben wir hier noch irgendwas? Nein, es wird alles vorzüglich unterdrückt. Und ihr müsstet eigentlich die Hilfsflotte sein, genau. Miranda, Verteidigungsplattform, haben wir ja auch noch da. Okay, wir haben jetzt genug hier gerade. Trümmeranalyse ist auch abgeschlossen. Das heißt, wir brauchen eigentlich nur jede Menge Energie.
Und natürlich einen Planeten, den wir komplett auslöschen können. Beziehungsweise wir haben doch hier... Hier wird doch schon gesäubert. Also hier machen wir auch zu... Ah, nee. Ich will gerade sagen, wir haben ja noch keine Umsiedlung hier rüber gemacht. Das könnte vielleicht noch ein kleines bisschen interessant werden. Wir betonen auf ein kleines bisschen. Es geht halt schon ziemlich arg in unsere Portemonnaie rein. Egal wie man es dreht und wendet, es ist nicht gerade gut. Schlachtschiffbau. Aber der Schlachtschiffbau, der ist immer gut. Der eignet sich rund um die Uhr. Gerade sagen nur eins, also da kann man noch ein bisschen mehr machen. Hier, zack, weiterbauen. Immer schön fleißig weiterbauen, hochbauen. Jetzt da. So wird auch ein Schuh draus. So, das nächste. Und hier auch noch. Und hier nicht, so wie es ausschaut. Habe ich zu wenig Geld? Ich glaube ja. Yep. Zu wenig Material für den Spaß. Aber hier geht noch was. Und er macht weiter Analyse. Und danach müssen wir dringend den ganzen Sektor hier aufdecken und mal gucken, was wir so als an Ressourcen finden. Vielleicht an irgendwelchen Gegenständen dergleichen. Ich muss immer noch nach da hinten hin. Also früher oder später müssen wir Krieg führen. Da hilft leider alles nichts. So, noch ein bisschen forschen. Zumindest ein kleines bisschen sollte es uns das Ganze einbringen, wenn auch nicht wirklich viel. Aber unsere Forschungsleute bekommen zumindest Erfahrung dazu. Und das ist das, worauf es ankommt momentan. Jede Menge Erfahrung. Lieben gerne nach und nach die Planeten abgeben. So richtig lieben gerne. Okay, wisst ihr was? Die Säuberung wird ja hier... dauert noch ein bisschen, so wie es ausschaut. Okay, dann müssen wir was anderes machen. Sagen wir, nicht genug Energie haben, müssen wir jetzt ein zweites Reich aufmachen. Planetensektor. Sektorverwaltung. Ich hätte gerne einen neuen Sektor. Neuer Sektor erstellen. Darin enthalten ist... Du, 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 du und du. Das Source-System ist auch mit dabei. Schließen. Wunderbar. In diesem System... Achso, ich muss ja noch sagen, was sie machen dürfen. Sonst machen sie wahrscheinlich irgendetwas. Okay, 50%. Anführer bekommt ihr natürlich auch noch hinzu. Warum denn nicht? Was haben wir? Feldproduktionssteigerung. Forschung. Baukostenreduzierung. Baudauer. Lebensdauer. Ich glaube, wir nehmen dich hier. Sektor einstellen. Die dürfen alles machen. Die dürfen sogar säubern. Wenn sie das möchten, sage ich nämlich nicht nein dazu. Dann bin ich die Sache mal von unserer Backe hier weg. Dürfen sie sich selbst irgendwie versorgen. Und hoffentlich auch mal dann eine Flotte aufbauen. Das würde ich nämlich auch hier gerne sehen, dass die hier mal eine Flotte oder so ähnlich aufbauen. Plus 180, jetzt geht's nach oben. Jetzt geht's auch wesentlich nach oben. Machen wir nicht, nein. Okay, jetzt fahren wir auf Tisch. Okay, jetzt haben wir alles mal fertig, so nach und nach. So, UV-Laser, nicht schlecht, Punktverteidigung, Credits 9000, 14000, Hooker, Progenitor, Algorithmus. Warum nicht? Das sieht ja schon mal gut aus. Die Sperre ist auch abgeschlossen und die beiden haben jetzt ein Nicht-Angriffsversprechen. Wir greifen uns nicht gegenseitig an. Ja, mal schauen, wie lange das hält. Solange ich in der Nachbarschaft bin, wo ich mal behaupten, wird das nicht lange halten. Tisch hier... Dich auch noch. So. Es ist ein Thema für da hinten. Nicht unser Fall. Definitiv nicht unser Fall. 231 würde ich auch am liebsten steigern, aber geht erst nicht. Ist das unser System? Ja, das ist sogar unser System. Kuga, ja. Was für Spezialprojekte? Ich mache doch gar keine Spezialprojekte. Ach, die hier vielleicht. Okay. Das kann natürlich sehr gut sein. Armee haben wir auch, Verteidigungsarmee. Jupp, ist auch hier da. Schlachtkreuze können wir gerade noch nicht bauen, aber eigentlich. Was ist das hier?
Ist das eigentlich komplett so weit, wie ich sehen kann? Ach, vielleicht sind die direkt dazu gesprungen. Okay, das kann natürlich sein. Ein paar Punkte. Ja, ein paar Punkte bekommen wir immer dazu. Das ist schon in Ordnung. So kommen wir nach und nach oben. Hier haben wir auch was, hier haben wir auch was. Die Sektoren hier müssen auch nach und nach gemacht werden. Und kommen dann in die größere Vereinigung hier oben mit rein. Also wir können den Zweitsektor hier in der Kurve hinten entlang bauen. Ja, dann wenn die hier wegfallen, hier unterdrücken. Kostet mich das auch schon mal dann wesentlich weniger an Einfluss wieder. Aber es kommt. Alles mit der Zeit. Dauert alles nur eine kleine Weile. Und dann sind wir wieder mit von der Partie. Ja, Krieg führen? Krieg wird kommen. Krieg gibt es immer, deswegen wird Krieg auch immer kommen. Bin mal gespannt, wenn wir das nämlich alles haben, ob ich nach da hinten springen kann. Das wäre mehr als interessant, beziehungsweise... Wir haben gar keinen Punkt hier außerhalb. Hier haben wir einen Punkt und hier haben wir einen Punkt. Nur die zwei. Ha. Nicht Angriffspakt, Hegemonie. Egal. Ist nicht interessant für uns. Überhaupt nicht sogar. Okay, du hier. Schlachtschiff bauen. Und der Rest. Jetzt müssen wir mal schauen. Hier haben wir noch was. Ob wir noch eine Handvoll... Natürlich. Komme ich dann auf die doofe Idee, dass wir keine Kraftwerke mehr irgendwo hätten. Und da muss ich sagen, ich bin wirklich mal gespannt, wann... Okay, gut. Jetzt, also viel dazu. Ich bin gespannt, wann die Säuberungsaktion noch fertig ist. Ich glaube, auf dem Planeten war es, oder? Nein, nicht mal. Was, auf dem Planeten vielleicht? Auch nicht. Kugar. Yep, da war's. Ach komm schon, ich wollte eigentlich eine Säuberung machen. Okay, Moment. Moment, dann müssen wir es anders machen. Zack und zack. Dieses System hier wird nicht mehr dabei sein. Weil ich möchte das Ding gesäubert haben. Ich möchte das Ding sowas von gesäubert haben. Die dürfen nicht bei mir drin bleiben. Sektorverwaltung. Dankeschön, schließen. So. Macht nichts, macht nichts. Ich möchte hier die totale Säuberung haben. Säuberung aller Bewohner. 94. Etwas mehr als 2 Jahre würde das Ganze in Anspruch nehmen. Akzeptiere ich. Akzeptiere ich voll und ganz. Das Thema Kunden. So. Das nehme ich sowas von in Kauf. Zu viele Kolonien. Ja, ich weiß, ich weiß. Wissenschaft im Alter von 116 Jahren gestorben für Festungen. Ha. Huh. Dann nehme ich doch mal lieber... Wobei... Lebensdauer ist 25 Jahre. Nehmen wir dich. Sozialforsch. Achso, warte. Schwachsinn, wir müssen ja neue holen. Vergesse ich die ganze Zeit. Für Partikel. Fehler bei Minus. Und Forschungserkundungsgeschwindigkeit. Bei Anomalien ist auch recht hoch. Deswegen nehmen wir dich hinzu. So. Wunderbar. Darfst direkt weitermachen. Darfst die Forschung deines Verstorbenen vielleicht Urpass weiterführen. Wir haben hier Nahrung, wir haben hier Nahrung. Das heißt, hier könnten wir sogar sagen, bau uns doch mal ersetzen durch der Kampfarena, nein, Meteorgemein, nein, Planetaren Schild auch nicht. Sondern wirklich Ehenhaustier, sowas haben wir noch gar nicht. Bergbaunetzwerk. Yep. Die zwei Sachen brauchen wir nämlich in dem Fall überhaupt gar nicht hier. Da gibt es bessere Sachen für uns. Nee, das ist einfach schön, wenn 5000 Sachen immer gleichzeitig aufploppen. So. Dann System Kunden, Dankeschön. Und wir sind hier wieder drauf und dran, weiter zu erforschen. So, hier, Energie. Wir haben, ups, das war ich natürlich nicht. So nah reinzoomen, das wollte ich jetzt nicht. Wanna, du kannst gerade nichts. Ach, bei Wanna geht nichts mehr, okay. Hier geht aber noch was. Wir sind glücklich mit der Welt. Was haben wir hier eigentlich? Ein normales Konstruktionsschiff ist auch da. Auf dem haben wir jetzt auch gebaut. Zack.
Eine Nahrung im Plus. Eine einzige Nahrung im Plus. Ich bin mal gespannt. Wenn die wirklich wechseln. Oh, ja. Man muss bedenken, ich muss hier ziemlich viel ausgeben. Die hier auch. Ja, Rückkehr nach. Die wollen hier nämlich zurückgehen. Das muss ich auch nur wieder drücken. Nicht schön. Kugas Keep. Eine Flotte wurde gebaut. System wurde erfolgreich erforscht. Okay. Das heißt, wir machen mit dem System hier weiter. Und können sogar sagen, Konstruktionsschiff, du bist jetzt mal mit dabei. Baust eine Bergbaustation hin. Nach Äonen der Zeit kannst du nun auch wieder nützlich für unser Volk sein. Wir haben nebenbei mal gucken. Wir haben doch hier irgendwo ein... Agrarwelt. Was sind die Welt hier? Ich könnte schwören, wir hätten irgendwo eine geterraformt. Wüstenwelt 3500. Oder sind gerade am Terraform. Das kann natürlich auch sein. Da auch nicht. Hä? Was ist denn der Planet hier? Yep, der war's. 443 Tage, bis wir den kolonisieren können. Lange hat's gedauert, lange wird's noch dauern. Ein paar Tage, ein paar Monate? Monate, ein paar Monate wird's noch dauern, aber es geht schnell rum. Dann können wir mal schauen, wie sich das Terraforming hier richtig auswirkt, denn ich muss schon gestehen, die Rohstoffe sind schon genial. Es wäre schade drum, wenn die verschwinden würden, auf irgendeine Art und Weise. So, einmal kurz schließen. Aber wir würden uns zum Glück sagen, sobald das Terraforming beendet ist. Danke, danke, danke. Komm, Kugas Keep auch noch. Kommt auch noch gleich. So, danke schön. Dann Sau kriegt auch mehr Energie. Je mehr Energie, umso glücklicher sind wir doch. Und ich glaube langsam, ich habe vielleicht ein bisschen zu viel Energie. Forschung betrieben hier, so gelegentlich mal. Ja, was haben wir was? Bergsteiger, können wir ja auch noch machen. Und Sozialforschung. Unser Mann ist aufgestiegen, das ist doch schön. Das freut mich doch zu hören. Wenn die Leute aufsteigen, sich verbessern und einfach sich und uns verbessern, finde ich super. Finde ich sogar mehr als super. So. Forschung ist hier auch abgeschlossen, das heißt, das nächste wird das System ja sein. Da hätte man sogar ein bisschen was. Haha, also das ist die mir drin. Das wird glücklich werden mit der Welt, glaub's mal. Das wird mehr als glücklich werden. Wenn wir dann später die Planeten kolonisieren können, wird es sogar noch besser werden, auch für unseren Einfluss. Und du, mein Freund. Dein Flotte ist auch da. Grenzen geöffnet. Wir sehen keinen Grund mehr, euch aus unserem Territorium fernzuhalten. Ich sehe keinen Grund, warum ich hier hinten hinterkommen sollte. Es macht für mich so quasi keinen Sinn. Es gibt wesentlich lukrativere Plätze, als zu versuchen, durch das mit Abstand stärkste Reich durchzufliegen. Und ich sehe gerade, wir können ein Schlachtschiff bauen. So kurz mal nebenbei gesehen. Hey, da wäre Platz für ein kleines Schlachtschifflein. Hat doch was. Wir haben den Roboter hier noch nicht ganz, aber da können wir noch ein bisschen Verbesserung machen. Roboter kann man überall machen. Friedenseinladung. Na gut, das könnt ihr gerne machen. Bauform abgeschlossen. Eine Föderationseinladung sogar. Seid ihr so weit schon gekommen? Sie werden jetzt vereint gegen ihren Feind kämpfen. Naja, das sind die Überbleibsel einer längst kurz vorm Aussterben bedrohten Zivilisation. Also, ich würde mal behaupten, die sind nicht gerade ein ernstzunehmender Gegner mehr. Koga, haben wir da nichts mehr zum Updaten? Nein, da nicht. Föderationsangebot. Okay, jetzt fangen sie aber hier wirklich an mit ihren Föderationen, du. Huiuiui. Bergbaustation wurde auch noch gebaut. Schön, wunderbar. Das haben wir erforscht, das haben wir auch erforscht, das auch soweit. Da dürfen wir nicht hingehen. Da dürfen wir auch nicht hingehen. Das heißt,
Jetzt ist jemand Kunden. Konstruktionsschiff. Boah, Bergbaustation bauen, warum nicht? Wir helfen ihnen ein bisschen auf die Beine, würde ich mal behaupten. So ein klitzekleines Bisserle. Das möchte ich jetzt wirklich noch sehen. Das muss doch fertig sein. Jep, gleich ist fertig. Gleich sehen wir, was daraus rauskommt. Tropisches Klima wird umgeformt zu einer aride Welt. Die perfekte Heimatwelt für Kratos, für unsere Bewohner, für unser Volk. Okay, Moment. Du bist auch noch fertig geworden? Ach, da hinten. Okay, dann darfst du dieses System erkunden. Je mehr du erkunden kannst, umso besser. Wollen Sie eine Forschungsstation hier oben drauf? Dies mache ich doch lieben gerne, sobald wir soweit sind. 41 Tage, der Countdown läuft. Wir sind jetzt angekommen, 30 Tage, der letzte Monat für diese Tropenwelt. Bevor es ein blühendes Beispiel wird für die Technologie und den Hochmut des Schwarms. Terraforming abgeschlossen, wunderbar. Und er hat seine Sachen sogar noch behalten. Yep, läuft. Du hier, Moment, mal reingehen. Wo ist das Terraforming-Schiff? Du hier. Zack. Hier ist eine Forschungsstation. Ach, du bist es hier. Ah, da oben. So, hier, zack. Koinisieren. Und zwar am besten, wo bringt es uns am meisten, würde ich behaupten? Hier. Oder? Nein, hier. Yvonne Prime wird gemacht. Yvonne Prime, wunderbar. Es funktioniert, wie ich es gerne hätte. Das heißt, das gleiche können wir jetzt hier und hier auch nach und nach machen. Und das dem Sektor hier einverleihen, beziehungsweise hier haben wir Pesrani-Steine. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Thomas, wir haben überall eigentlich etwas. Ach, der ist auch noch nicht gemacht worden. Okay, Terraform. Arida-Welt für 3750. Fertig, passt. Weiter geht's. Und jetzt müssen wir noch schauen, dass wir sagen, Planeten und Sektoren Anführer. Also jetzt müssen wir warten, bis das Kolonieschiff hier gebaut ist. Yep. Bevor der Kolonie nicht gebaut ist, können wir auch nichts nach hinten verschieben. So, Prime wurde gemacht, der Wissenschaftler hat sich verbessert, wir sind mit dem Abbau hier fertig geworden. So, nach und nach wird das Ganze doch etwas. So, einreihen das Ganze. Dass wir wirklich überall fertig sind mit den ganzen Kraftwerken. Hier. Kiritos, warum nicht? Machen wir hier noch ein bisschen was. Hier machen wir noch was. Bergbaunetzwerk, da können wir noch was machen. Und Yvonne Prime. Er ist einfach nur super. Wenn endlich mal was funktioniert, so wie es funktionieren soll. Kiritos nur 30%. Dann werden wir da auch nicht reingehen. Bergbaustation ist auch noch abgeschlossen. Das heißt, du wirst jetzt hier hingehen und eine Forschungsstation noch hinbauen. Und dann Sektor hier weiter ausbauen. Was haben wir denn hier noch? Hier sind die Kakerlaken. Eine tote Welt. Die kriegen wir auch noch zu irgendwas hin. Auf jeden Fall können wir da auch noch etwas machen. So, Forschung ist abgeschlossen. Hier auch, hier auch. Das heißt, das ist Thema Kunde mal. Wir wollen doch schließlich wissen, beziehungsweise halt Idee. Hier runter. Wir haben nämlich noch keine Ahnung, was hier unten eigentlich so los ist. Nachdem wir die offenen Grenzen haben, nutzen wir das momentan aus. Auf ein Antreffen mit Alien Prototyversion und die Erkundung von Elektra 4 hat ergeben, dass in bestimmten Regionen des Planeten eine primitive Alien Proto-Zivilisation beheimatet ist. Unsere Sonden zeigen, dass ihre neolithische Kultur das Feuer beherrscht und eine rudimentär gesprochene Sprache entwickelt hat. Wir haben jedoch noch keine Anzeichen auf Metallurgie oder schriftliche Kommunikation. Interessant. Mir eigentlich gerade vollkommen egal. Seid ihr schon fertig mit Kolonien? Gerade sagen, also noch wäre es komisch, wenn ihr schon fertig seid. Mehr als komisch. Eine Beleidigung? Beleidige mich nur, alles gut. Als ob ich das von dir ernst nehmen könnte. Ich habe nicht bald mehr Planeten als du, wenn ich das hier unten auch noch geschluckt habe. Das muss ich mal überlegen, weil der hat echt... Der hat das Gebiet auch noch, ja, das heißt...
Wir müssten uns die hier zusammenschließen gegen das hier. Hm? Kein Zugang mehr. Jungs, Jungs. Ihr wollt doch nicht ernsthaft euch mit mir jetzt anlegen. Ich glaube, ihr spinnt so ein kleines bisschen. Ihr schmeißt mich echt aus den Sektoren raus. Hat er aufgegeben für ein Kolonieschiff. Okay. Wir haben ja auch die ersten Leute drin. Wir haben noch eine Verteidigungsarmee hin. Und wir bringen jemanden zu euch. Hauptfeld verlegen. Nein. Ich möchte nach Evon Prime Leute holen. Und zwar, wo hatten wir es denn? Hier zum Beispiel. Ich möchte dich hier umsiedeln. Jetzt muss ich ja mal gucken. Evon Prime, Evon Prime, Evon Prime, Evon Prime. Hier, bitteschön. Und zwar von Kretos. Könnten wir eigentlich machen, damit wir ein paar Roboter einsetzen können. Ich glaube, das mache ich auch. Du hier gehst dorthin. Du gehst dorthin. Dass wir unseren Großteil hier auf Roboter aufbauen. Hierhin und hierhin. Kostet mich 200. Das ist viel, aber das machen wir. Wir können ihn umsiedeln. So, Sao machen wir auch. Zwar hier rüber hin. Umsiedeln, okay. Gleichzeitig, aber bevor das Ding wieder voll wird, sagen wir, bauen, Roboter. Bauen, Roboter. Bauen, Roboter. Bauen, Roboter. Dann haben wir 4 Nahrungsmittel übrig und die lassen wir für den Anfang. Und Sao hatten wir genau das gleiche Problem. Bauen, Roboter. So. Holen wir nämlich ein bisschen mehr raus aus allem. Was ich so auch gar nicht mal so schlecht finde. Dann können wir ihm noch ein bisschen was in Auftrag geben, denn ich glaube, du hast, ja, du hast genug. Gebäude verbessern. Bauen eine Hydrofarm. Und danach können wir sagen, du hier kommst mit in den anderen Subsektor rein. Verwalten hinzufügen. Weil wenn die eh schon hier drin sind, was soll es? Wird ein Riesenklotz. Schließen, Dankeschön. Eine Alpinwelt. Moment. Soft. Ach, das ist die Welt da hinten. Gratza, okay, da fehlt uns noch ein bisschen was. Ah, die in Oberfläche, das wird auch noch ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen, würde ich mal behaupten. Hallo? Ich hatte ja eigentlich gesagt, alles säubern. Warum wollt ihr die ganze Zeit nicht säubern? Ich verstehe es nicht. Ich bin für eine Säuberung. Säuberungen sind gut, Säuberungen sind fein. Immer mehr Säuberungen sollen es doch eigentlich sein. Aber na gut. Geforscht haben wir hier, geforscht haben wir hier und geforscht haben wir hier. Das heißt, unsere Forschungsleute können momentan nichts machen, da einfach keine Grenzen offen sind und wir auch sonst nicht Forschung unterstützen. Dankeschön. Im großen Stil irgendwas machen können. Haben wir dann auf Trish noch etwas übrig? 1, 2, 3. Ich würde mal sagen, ja, Trish Prime. Du bekommst das zweite Forschungsschiff. Halt, nehmen wir, du bekommst das Forschungsschiff hier. Forschung unterstützen. So, dann sind wir soweit doch mal gar nicht mal so schlecht dran. Hier schauen wir wirklich, dass wir das Ding jetzt langsam mal rausbekommen. Und ich glaube, was bist du? Steinzeit-Zivilisation. Cool. Ach, das war die sogar, okay. Sind wir jetzt nicht im Einflussbereich? Oh, warte nur ab. Da komme ich schon noch dahin. Aber wie wir dorthin kommen und wie sich der Rest von hier allem entwickelt, das erfahrt ihr in der nächsten Aufnahmerunde. Bis dahin aber hoffe ich, ihr habt viel Spaß beim Zuschauen und es würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei sein könntet. Macht es gut und wie immer. Tschüssi. So, Verteidigungsarmee ist gebaut. Wir spenden ihnen noch eine Raumstation, da haben wir eigentlich nicht. Und Roboter sind auch soweit unterwegs. Passt, läuft. So nicht anders muss das sein.